Das Verbotsgesetz, das NS-Wiederbetätigung unter Strafe stellt, ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende der Nazi-Diktatur in Kraft getreten und sieht bei Delikten lange Haftstrafen vor. Seit rund 10 Jahren steigen Anzeigen und Verurteilungen wieder. Die Frage ist, ob Strafdrohungen, die noch unter dem Eindruck der schrecklichen Nazi-Herrschaft beschlossen wurden, 70 Jahre später immer noch zeitgemäß sind. Strafrechtsexperten verlangen jedenfalls eine Reform des Gesetzes. Die Anzeigen und Verurteilungen nach dem Verbotsgesetz steigen seit etwa 10 Jahren massiv an. Im Vorjahr gab es mehr als 80 Verurteilungen. Gründe dafür gibt es mehrere. Unter anderem bietet das Internet eine Plattform zur Wiederbetätigung. Doch es gibt Kritik an der Rechtsordnung, auch von Strafrechtsexperten. Wenn Jugendliche relativ unbedarft posten, Wochenende Vollgas und dazu das Bild einer Gaskammer, was leider immer wieder passiert, ist das nicht nur ein Fall von Verhetzung, sondern Verstoß gegen das Verbotsgesetz, damit bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist. Da passt die Relation nicht mehr. Was würden Sie denn ändern? Wie sollte es sein? Meines Erachtens sollte schärfer differenziert werden in leichtere und schwere Fälle. Und bei leichteren Fällen wäre es eben dann möglich, nicht unbedingt zu verurteilen, sondern das Verfahren einzustellen, beispielsweise auch mit einer Auflage, Zeitgeschichte-Unterrichtsstunden zu besuchen, um hier entsprechendes Bewusstsein zu schaffen. Das Justizministerium plant eine Evaluierung, ob das Gesetz reformiert werden muss. Es geht unter anderem um die Frage, ob weiterhin Geschworenengerichte über derlei Delikte urteilen sollen. Aber auch die Strafbarkeit von teilweiser Leugnung der systematischen Ermordung von 6 Millionen Juden im Dritten Reich wird diskutiert.